Wichtig natürlich wie immer vorher das Bauteil auf Passgenauigkeit prüfe. Wenn da alles passt, kann es losgehen. Ich fange jetzt hier an, das Bauteil anzuschleifen. Das heißt, ich nehme hier eine 500er Schleifkörnung und tue einfach die Oberfläche gleichmäßig ausschleife, dass sie schön rau ist. Und das ist dann auch schon unser Lackieruntergrund. Das war es auch schon, wie ihr sehen könnt. Einfach kurz ausschliffen, damit die Oberfläche gleichmäßig matt ist. Besonderheit bei unseren Fräsbauteilen ist, dass wir ja ein Stecksystem sozusagen haben. Und da empfehle ich jetzt das Ganze entsprechend vorher zu verkleben und auch Formlackiere dran zu machen, weil man dann einfach die Gefahr ausschließen kann, wenn das später lackiert ist und der Lack natürlich auch ein bisschen aufbaut und es hier alles so gut reinpasst, dass es dann später nicht reinpasst, dann muss man wieder rumschleifen, sich Platz machen und so weiter. Deswegen einfach hier im besten Fall ein Duppe Sekundekleber drauf. Jetzt geht es darum, die Bauteile sauber zu machen. Das heißt, ich nehme hier einmal einen Silikonentferner, um nochmal die Resten Silikonrückstände, Fettrückstände und so weiter runterzuholen. Und dann habe ich einen optimalen Haftgrund, weil das Bauteil dann komplett rein ist. Und jetzt tun wir das Ganze einmal abstauben und dann kommt im nächsten Step ein Kunststoffhaftvermittler drauf. Empfehle ich immer, weil der, wie der Name schon sagt, einfach ein optimaler Haftvermittler ist und somit dann halt auch garantiert, dass der spätere Lackaufbau ordentlich drauf heben kann. Der Kunststoffhaftvermittler ist jetzt abgelüftet. Wir können direkt mit der Farbe starten und mit Sarah fangen wir darüber mal an. So, Basislack ist drauf, den lassen wir jetzt auch aushärten, damit er getrocknet ist quasi. Und dann geht es auch direkt mit dem Klarlack weiter. Klarlack wäre auch drauf. Jetzt lassen wir das Ganze trocknen und dann ist die Sache schon fertig. Also wie ihr sehen könnt, es ist kein großes Hexenwerk. Ratzfatz sind die Dinger lackiert. Alles in allem hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, bleibt weiter am Ball. Abonniert natürlich den Kanal, wenn noch nicht getan. Und schaut euch dann im nächsten Video einfach an, wie die Teile dann montiert werden. Wer noch Interesse zufällig an dem Farbton hat, Farbcode ist RAL 4010. Sonst fällt mir jetzt nichts mehr ein. Ich mache jetzt auch Feierabend und wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.